balance and surviving. Balance is the balance itself of nature. Surviving is the challenge that nature imposes. There's no purpose in life without challenges. Surviving has yet shown green roots in every soul. As most seed of the tree grows constantly higher and higher toward the light. Surviving is deeply implanted in each living being. Nature itself fights every day for her survival. She struggles and keeps going on, sometimes showing us incredible landscapes. That is all a fruit of thousands of years battling in order to stay alive. She also imposes hard choices. She governs over those that we often ignore. Love is the engine. This engine pushes everything and everyone. As nature loves the fruit of all her survival, every living being loves as well all the fruits that nature offers in living according to her rules. This is perfect balance. Human beings translated love in many different ways while time was passing on, but love was always there. She may have been different from one century to another, but she kept pushing people to act. Sadly, she kept changing. People started to lose those values that were not supposed to ever die. Love for other human beings. Love for one's own family. Love for one's own country. Hundred years will pass, and we won't even love nature anymore. Nichts bleibt dasselbe, wenn du aufwachst. Und um dich herum ist nur der Tod. Mein Name ist Ludwig Herkel. Mit 20 wurde ich in die 1. Division der Leibstandarte Adolf Hitler versetzt. Gestern wurde ich zum Unterscharführer ernannt. Heute führe ich meine Männer das erste Mal.
ist los? Ich bin mir sicher, ich habe was gehört. Von da vorne. Hm. Verstanden. Was sollen wir tun? Warten Sie hier. Verstanden. Hinterhalt! Zurück! Zurück! Wie ein feiger Hase habe ich mich im Unterholz versteckt und meine Männer zurückgelassen. Nie wieder wird mir das passieren. Was sollen wir jetzt machen? Ruhe! Ging alles so schnell. Was sollen wir jetzt machen? Ruhe jetzt! Sie erwischen uns! Hast du noch jemanden gesehen? Verdammt! Wir müssen hier raus! Was machen wir jetzt? Wir müssen so leise wie möglich sein und uns zur Kompanie durchschlagen. Ich kann nichts mehr hören. Auf geht's! Wo ist Ihr Gewehr? Kein Problem. Du gehst voran. Wir sollten nicht sehr weit weg sein. Alles gut bei Ihnen? Mir geht's gut. Ihr Name ist Steiner, richtig? Jawohl. Hans war mein Freund. Tut mir sehr leid. Er war ein guter Kamerad. Sie werden die Möglichkeit bekommen, sich zu rächen. Doch Sie sind am Leben. Auf geht's. Die Situation spitzte sich in den letzten Monaten zu. Anfangs dachten wir, der Krieg würde schnell gewonnen sein und Europa unter dem Deutschen Reich vereint. Ein Jahr ist seit dem Beginn des Feldzugs Barbarossa vergangen und wir sind immer noch hier. Kämpfen gegen die Sowjets und Partisanen. Aber wir geben nicht auf und machen bis zum Endsieg weiter. Wir sind stolz, dass der Führer uns ausgewählt hat, hier zu kämpfen. Oh God.
Diese Woche wurde uns unser neuer Kompaniechef zugeteilt, Untersturmführer Kolbe. Nach dem Frankreich-Feldzug wurde er in das Hauptquartier der Waffen-SS versetzt. Einige sagen, er habe so lange gebeten, an die Front zu dürfen, bis sie es ihm endlich genehmigt hatten. Er ist ein großartiger Führer und für uns ein gutes Vorbild. Er weiß, die Risiken abzuschätzen. Und begebt euch zum vordersten Schutzgraben. Die Infanterie ist noch nicht eingetroffen. Jawohl. Herkel! Hier nach! Herkel, zuhören. Wir überspringen die Straße, beziehen Stellung in den vorderen Gräben und verteidigen diese. Nur verteidigen. Die vorderen, verstanden. Und los. Auf die Flugzeuge. Ist ein leichtes Ziel. Los! Jawohl, jawohl! Zuhören! Wir sind an den hinteren Gräben. Wir treten zügig weiter an. Auf mein Zeichen! Jawohl! Liebe Frau, heute mussten wir uns erneut zurückziehen. Es zerreißt mich innerlich, dass der Russe den Kampf gewonnen hat. Aber so ist das nun mal. Einige von uns wurden gefangen genommen und wir wissen alle, was mit ihnen passiert. Wir glauben noch immer an den Endsieg. Wir können es kaum erwarten, wieder in den Kampf zu ziehen und es dem Russen heimzuzahlen. Einige von uns sind kaum noch zu halten. Ich darf dir das alles gar nicht schreiben. Aber seid ihr sicher, ich werde nicht zulassen, dass auch nur ein Sowjet seinen Fuß auf deutschen Boden setzt.
Alles wird gut. Ja. Wir schaffen es. Und wir werden alle nach Hause kommen. Nach dem Endsieg. Sicher. Wir werden gewinnen. Weißt du, nachdem wir Polen eroberten, sind wir nach Frankreich gegangen. Viele Menschen sind gestorben. Aber du weißt, Opfer sind notwendig, um unserem Land Ehre zu bringen. Und uns selbst. Ich fühle mich sehr geehrt, dass Sie bei uns sind. Sie sind ein großer Führer. Aber das Wichtigste bist du. Du musst jetzt und hier stark sein. Ich habe vollstes Vertrauen unter Ihrem Kommando. Und ich werde Ihrem Beispiel folgen. Ich danke dir, Herke. Alles klar? Alles klar. Gute Nacht. Meine geliebte Frau, der Sommer ist fast vorbei und ich erinnere mich oft an unsere Spaziergänge mit den bunt gefärbten Bäumen über uns. Ich vermisse dich so sehr, meine Geliebte. Und ich hoffe, ich kann dich bald schon wiedersehen. Im Moment machen wir keinerlei Fortschritte. Und der Feind wird von Tag zu Tag stärker. Es sind so unglaublich viele. Ich bekomme etwas Angst deswegen und muss dir daher in meinem Tagebuch schreiben. Natürlich werde ich nicht aufgeben, aber es geht mir ein wenig besser, wenn ich dir schreibe. Du hilfst mir so sehr in den schweren Momenten. Ich hoffe, du bist stolz auf mich und auf das, was ich tue. Achtung! Männer, zuhören! Wir brechen in 5 Minuten auf. Die zweite Kompanie hat den Auftrag, eine alte Fabrik 5 Kilometer von hier auf Feindkräfte zu überprüfen. Wir wurden für diesen Auftrag ausgewählt. Auf die Leibstandarte und auf das Deutsche Reich. Ein dreifach kräftiges... Thank you.
komm mit mir! Wie gehen wir Tage? Deckungsfeuer! Scharfschütze! Weiter, weiter, weiter! Steiner, vorwärts! Kommunisten! Kolbe! Alles sauber! Keiner! Genug jetzt! Vorwärts! Alles gut? Alle in Ordnung bei euch? Gute Arbeit. Meisen, Sie gehen voran. Ich bin mit Steiners Haltung nicht immer so einverstanden. Aber wir kämpfen nun mal zusammen. Ich achte den Mut, den er bei vielen Gelegenheiten zeigt. Er hat sich oft freiwillig für Spätrupps- und Erschießungskommandos gemeldet. Er schert sich nicht groß um Gefangene. Sein Freund Otto wurde mit einem Bajonett erstochen. Deswegen hat er sich entschlossen, keinen Feind zu verschonen. Nicht einen einzigen. Ich habe ihn nie gefragt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir uns zurückziehen, er Angst haben würde, dass wir unseren kleinen Bruder einziehen. Er will einfach nicht, dass er in diesem Krieg kämpft. Es ist so kalt hier. Italien ist so ein wunderbares Land. Ich kann hier nicht viel reden. Es gibt starke Partisanenaktivitäten hier. In Cuneo haben wir einige Leute verloren. Und wir mussten ein ganzes Dorf niederbrennen. Wir werden nicht mehr lange hier bleiben. Bald werden wir wieder in der Ukraine sein. Warten Sie hier. Herkel. Untersturmführer? Unterschauführer, ich muss Ihnen mitteilen, dass der Iwan unsere Linien durchbrochen hat. Marschbereitschaft herstellen. Die Wehrmacht hat große Verluste erlitten und weicht zurück. Wir werden mit mehreren 3-4 Manngruppen eine Feuerlinie bilden, um ihre Ausweichbewegung zu sichern. Also ziehen wir uns weiter zurück? Ja, ich fürchte schon. Kommen Sie her! Franz Johann Scholl. Heil Hitler. Er ist heute angekommen und gehört ab sofort zu Ihrer Gruppe. Jawohl. Ein weiteres Kind. Eine weitere Seele. Ein weiteres Ziel. Ein weiterer Tod. Ein weiterer Gedanke. Eine weitere Träne.
Ich gehe voran. Gute Idee. Gut gemacht, hä? Scholl, Sie nehmen die Mine mit. Ich hasse diesen Scheiß. Denkst du, dass wir eine andere Wahl haben? Nach all dem müssen wir diesen Idioten auch noch den Rücken decken. Sie sind wahrscheinlich wichtiger. Wie auch immer, grab weiter und hör auf, so eine Scheiße zu reden. Jawohl. Scholl, du siehst aus wie eine Prinzessin. Wie bist du denn zur ersten SS gekommen? Ich wollte es. Mir vollkommen egal. Deine Eltern haben doch für dich unterschrieben. Sehr lustig, Steiner. Erwartet ihr den Ivan heute? Nein, nicht heute. Der größte Teil der Armee wird weiter nördlich angreifen. Nicht hier. Hier werden wahrscheinlich nur Spähtrupps langkommen. Wir halten die verdammten Bolschewiken auf. Vielen Dank, Steiner. Scholl, hast du schon mal jemanden getötet? Nein, bisher noch nicht. Keine Sorge, sie werden ihre Möglichkeit schon bekommen. Selbst du wirst einen Dümmeren finden. Ich hoffe, du kannst wenigstens schießen. Und auch treffen. Wir werden sehen. Herkel, dem gebe ich maximal eine Woche. Halt die Klappe jetzt und grab weiter. Jawohl. Wir werden geboren und wir lernen. Wir lernen und wir lehren nicht. Wir wollen Beispiele, denen wir folgen können. Wir kümmern uns nicht darum, selbst Beispiele zu sein. Das Leben der anderen wird jeden Tag unwichtiger, ebenso wie unseres. Wir überleben. Der Ruf zur Pflicht hält das Leben in unserer Brust. Ja, wir wollen leben. Und wir wissen nicht, wofür. Sie sind meine Brüder. Sie leben. Und ich will, dass sie überleben. Ich kämpfe, um sie zu beschützen. Verdammter Regen. Ich kann verdammt nochmal nichts sehen. Scholl, ich habe Sie bisher noch gar nicht gefragt, wo Sie herkommen. Kreml. Und wo ist das? Nordberlin. Aber dann kam ich nach Oranienstein, in eine Nabula. Nabula? Jetzt verstehe ich, wie du hergekommen bist. Es war der Wille meiner Eltern. Sie wollten. Haben Sie Familie? Ich habe eine Frau. Wie ist Ihr Name? Marguerite. Sie wartet auf mich in der Heimat.
Steiner, gibt's was Neues? Alles ruhig. Leg dich hin. Ich mach weiter. Jawohl. Aufstehen. Steiner, ich weiß, dass du müde bist, aber geh zu Kolbe und frag nach Neuigkeiten. Jawohl. So ruhig. Ja. Der Ivan wird kommen. Ja, sie kommen immer. Ich bin nicht hier, um zu diskutieren. Er ist ebenso. Vergessen Sie nicht, dass Sie in der SS dienen. Sie sehen wie ein motivierter Soldat aus. Zeigen Sie es auch in der Schlacht. Nicht nur mit Worten. Denken Sie dran, wir sind Löwen. Und? Der Befehl lautet, die Stellung zu halten, auch wenn die andere Gruppe unter Beschuss steht. Ja, Kolbe hat recht. Wenn wir unsere Stellung verlassen würden, könnte der Russe hier einfach durch. Scholl, ans MG. Traust du dem da drüben? Ja. Steiner, warum gehst du mir die ganze Zeit auf die Nerven? Weil du ein beschissener Neuling bist. Das reicht jetzt, Kameraden. Steiner, komm wieder runter. Was zum Teufel war das? Eine unserer Minen. Gut, sie kommen. Steiner, komm mit, wir sehen uns mal um.
Unterscharführer, hier drüben. Hoch mit ihr! Was tun wir jetzt? Unser Auftrag ist klar. Keine Gefangenen. Scholl hat ihn aufgeklärt. Er soll ihn töten. Wie kann man sich gut dabei fühlen, zu wissen, dass man die Autorität hat, etwas aufzuhalten? Genau das aber nicht tun darf. Komm schon! Zeig, dass du ein Mann bist! Erschieß ihn! Komm schon! Drück ab! Bist du jetzt glücklich? Steiner, geh zu Kolbe und melde ihm, wir haben einen Spähtrupp aufgehalten und dabei keinen Mann verloren. Jawohl. Auf geht's. Ach ja, wegen Scholl. Hör auf ihn so rund zu. Scholl, wem schreibst denn du? Eigentlich an meine Mutter. Aber ich habe keine Ahnung, was ich schreiben soll. Schreibst du deinen Eltern? Nein, das ist schon Monate her. Hier. Schreib ihnen doch. Nein. Na los, jetzt schreib ihnen endlich. Tut mir leid, ich kann nicht schreiben. Wie ist der Name deiner Mutter? Margot. Geht es dir gut? Ja, ich lebe nur. Bist du gut hier? Ja, die ganze Zeit. Ist es warm hier? Sehr warm. Wir sind braun gebrannt. Immer mehr bin ich stolz darauf, die Möglichkeit zu bekommen, das mit meinen Brüdern gemeinsam durchzustehen. In Liebe, Steiner. Am folgenden Tag haben wir den Befehl erhalten, unsere Stellung zu verlassen und zur Kompanie zurückzukehren. Sie lehrten uns Gehorsam. In der Napola war das wichtig. In welches Napola sind Sie gegangen? Hesse-Nassau. Aber sie lehrten uns gut. Einige von uns studierten weiter in Napola. Aber ich wollte in die SS. Wenn sie wirklich was fürs Reich hätten tun wollen, dann wären sie auch zur SS gegangen. Ich sehe das auch so, Scholl.
Und Sie, Unterscharführer? Warum sind Sie zur SS? Als ich ein Kind war, ist mein Vater an die Front gegangen. Obwohl er eigentlich schon zu alt war. Meine Mutter war sehr stolz auf ihn. Ich hoffe, es geht meiner Frau genauso. Er kam niemals zurück. Wir mussten unser Haus aufgeben. Von dem Geld, das wir hatten, konnten wir während der großen Inflation nicht überleben. Und so, unser Zuhause gehörte nicht länger zu Deutschland. Das zu realisieren war echt schwer. Meine Mutter musste den ganzen Tag arbeiten. Wäsche waschen für etwas Mehl. Es gab keine andere Möglichkeit. Wir haben immer dieses Brot gegessen. In diesem Jahr schenkte mir meine Mutter zum Geburtstag eine kleine Dose Thunfisch. Das war das erste andersartige Essen nach Monaten. Und es war kein Brot. Verdammt. Niemand ist je zu uns gekommen, um uns zu erzählen, was mit meinem Vater wirklich passiert ist. Es tut mir leid. Wir hatten kein Zuhause mehr und meine Mutter konnte keine Arbeit finden, weil die Wirtschaft zum größten Teil in den Händen der Juden war. Haben die es natürlich vorgezogen, Juden Arbeit zu geben statt uns. Wir mussten uns oft verstecken und draußen schlafen, heuschobern. Es war der Nationalsozialismus, der meiner Mutter Arbeit gab. Ist das Ihr Dank an den Führer für das, was er erreicht hat? Eines Tages kam ein Brief vom Gauleiter, in dem stand, dass unsere Nation stolz darauf ist, was mein Vater für unser Land getan hat. Damals hat sich niemand für uns interessiert. Jetzt schon. Darum kämpfe ich. Der Winter kam heran. Wir wurden zum westlichen Teil der Ukraine versetzt und hatten auf den Auftrag, die anderen Divisionen in allen möglichen Bereichen zu unterstützen. Die Landschaft war so atemberaubend und es war verrückt, sich vorzustellen, dass in dieser wunderschönen Landschaft überall der Tod lauerte. Meine geliebte Marguerite, der Schnee bedeckt alles. Im Moment halten wir die Linie. Ich fühle mich bei meinen Freunden sicher, auch wenn ich selbst der Grund für ihre Stärke bin. Es ist sehr kalt hier. Ich weiß nicht einmal, welcher Tag heute ist. Ich hoffe, du denkst an mich. Hey Jungs, frohe Weihnachten. Es ist Weihnachten? Frohe Weihnachten, Steiner. Frohe Weihnachten, Scholl. Fröhliche Weihnachten, Kameraden. Frohe Weihnachten, Herke. Ich hab's endgültig satt. Immer müssen wir den Scheiß wegmachen. Immer das Gleiche. Jedes Mal müssen wir den Mist wegräumen, den die anderen verbockt haben. Steiner, wenn Sie unsere Hilfe brauchen, unterstützen wir Sie. Denn vielleicht brauchen wir morgen Ihre Hilfe. Und wären ohne Sie aufgeschmissen. Also, wenn Sie Hilfe brauchen, unterstützen wir Sie. Schluss jetzt. Ich will jetzt nichts mehr von dir hören. Hast du dich mal umgesehen? Was siehst du? Überall Schnee, der unsere gefallenen Kameraden bedeckt. Wir sollten uns noch einmal zurückziehen, Stellung beziehen, auf sie warten und sie einem nach dem anderen töten. Ist das das, was du willst? Jeden Tag verlieren wir einige Meter. Jeden Tag sind wir näher an der Heimat. Dieser Krieg. Nicht nur wir werden kämpfen müssen, wir weiter so denken.
wenn wir heute einen Meter verlieren und ihn morgen nicht zurückgewinnen würden. Verstehst du das? Willst du, dass dein Bruder kämpft? Weißt du, was sie unseren Familien antun werden? Unseren Frauen? Die werden alles zerstören. Die kämpfen auch für ihr Land. Solange ich atme, werde ich alles geben, um diese Bastarde aus Deutschland fernzuhalten. Verstanden? Du denkst immer nur an deinen verdammten Auftrag. Du bist ein verdammter Soldat, genau wie ich. Du zierst keinen Fliegendreck. Und denke dran, dass solche Gespräche die Moral der Truppe untergraben. Du gehörst zur SS. Vergiss das nicht. Du weißt, dass man dich dafür erschießen würde. Soll ich dich melden? Hä? Es tut mir leid, mein Freund, aber so laufen die Dinge eben. Das hier ist totale Scheiße, aber wir können nichts dagegen tun. Wir sind nichts. Was erwarten wir denn? Welche Bedeutung haben wir schon in der Welt? Was kann ein einzelner Soldat schon tun? Wie sollen wir wissen, was das Beste ist, wenn nicht einmal unsere Führung das weiß? Alles, was ich jetzt tue, ist graben. Graben und nochmals graben. Ich habe dem Führer einen Eid geschworen. Ich habe an ihn geglaubt. Jetzt sind wir endlich nach Holland verlegt worden. Und so viel ist sicher. Wir üben hier nicht für den Sieg in Russland. Viele von uns haben angefangen zu realisieren, dass wir hier für die Verteidigung der Grenzen unseres Heimatlandes üben. Scholl, ein wenig höher. Sehr gut, du hast ihn. Ich habe meine Frau so sehr vermisst. Aber ich fühlte mich sehr unbehaglich bei dem Gedanken, zu ihr zurückzukehren. Niemand von uns ging nach Hause. Alle waren wegen des Kriegsverlaufs so sehr besorgt, dass keiner einen Tag verschwenden wollte. Auf mein Kommando! Feuer! Die Dinge liefen schlechter und schlechter. Amerikaner sind in der Normandie gelandet. Jetzt bekamen wir allmählich wirklich Angst und wir waren komplett eingeschlossen. Frankreich ist völlig anders als der Osten. Obwohl überall Trümmer verstreut lagen, sah es hier sarkastischerweise fröhlicher aus als in Russland. Wir sind von der Front abgezogen und ich habe Verstärkung für meinen Zug bekommen. Viele von ihnen waren noch Kinder. Es war seltsam, den neuen der 1. SS-Division zu führen. Sehr seltsam sogar. Der Führer hat nicht einen Mann verschont. Und Kolbe hat jede Beförderung abgelehnt. Er wollte einfach nicht gehen. Er wurde wieder Hitlers Büro zugeteilt, doch er blieb bei uns. Er ist ein Mann, den ich am meisten verehre. Wir hielten die Stellung. Die Alliierten zu besiegen wäre eine exzellente Propaganda gewesen, um an Russland Rache zu nehmen. Wir hätten es wissen müssen. Es war nicht so. Die Amerikaner durchdringen unsere Linie. Wir müssen sie jetzt angreifen, um ihren Vormarsch zu stoppen. Sturmscharführer Prunet kam heute an und wird das 2. Bataillon unterstützen. Ich will, dass ihr mit all eurer Stärke kämpft. Wie Löwen. Es wird Zeit, sie zurückzustoßen. Die Gesichter sahen allmählich alle ziemlich gleich aus. Die Ergebnisse waren immer dieselben. Thank you.
Sind Sie jetzt nervös? So ein bisschen? Lassen Sie sich nicht entmutigen. Wir kriegen das schon hin. In Ordnung. 5 Minuten. Also, wir gehen zusammen. Sie, Sie und Sie. Zu mir. Ich bin auf der linken Seite. Verstanden? Zu Befehl. Thank you.
Sind Sie allein? Wie heißen Sie? Du bist verloren. Das denke ich auch. Die Amerikaner haben uns besiegt. Ich denke, sie sind dort rübergegangen. Ich bin allein aufgewacht. Haben Sie etwas Wasser? Ich habe meins verloren. Danke. Welcher Kompanie gehörst du an? 1. Division SS. Leibstandarte. Ah, die erste. Mein Name ist Herke. Unterscharführer. Unterscharführer? Und du? Ah, ein Gefreiter. Welche Division? 21. Wir waren in Kain. Warum sind Sie hier so allein? Woher kommst du? Aus einer kleinen Stadt in Westdeutschland. Braunschweig? Ja. Ich auch. Aber ich habe dich noch nie vorher gesehen. Ich dich auch nicht. Wie heißt du? Hermann Dietwolf. Naja. Du siehst nicht gerade wie ein Deutscher aus. Bist du einer? Ha, nein, nein. Meine Mutter ist Spanisch. Du wusstest, dass die Juden für uns arbeiten. Sicher. Und wir hassen sie, oder? Sie sind der Untergang unserer Nation. Ja, klar. Du weißt, dass wir alle von ihnen töten. Was? Wir haben sie in Arbeitslager gesteckt, für uns. Stimmt, das versuchen sie dir zu sagen. Das weiß ich nicht. Ich bin nie in den Lagern gewesen. Ich habe es auch erst nicht geglaubt. Aber ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Wo? In Polen. Ich habe auf dem Bahnsteig patrouilliert. Züge voller Juden fuhren ein. Dann brachten sie in verschiedene Arbeitslager. Eines Tages kam ein Zug mit Frauen. Sie wurden aufgereiht, bevor sie in die Autos kamen. Jemand fand einen Juden, der sich in der Stadt versteckte. Sie würden ihn nicht mit den Frauen mitgehen lassen, also brachten sie ihn hinter den Bahnhof. Sie sagten, dass eine besondere Handlung vonnöten wäre. Weißt du, was das ist? Dann hatte ich Angst, meine Frau... unter diesen Frauen zu sehen. Ihr Vater ist Jude. Und ihr Name ist Eleanor. Wir haben uns verliebt und ihren Nachnamen geändert. Wir heirateten und zogen nach Braunschweig. Als ich in der Wehrmacht war, hatte ich Todesangst, dass wir sie finden könnten. Deshalb bin ich abgehauen. Ich habe zu lange unter dieser Schuld gelitten. Jetzt kann ich nicht mehr. Ist es schlecht? Ist es falsch? Sie gab mir dies, bevor ich ging. Ich werde es nicht zulassen, dass sie kriegen. Was werden Sie jetzt tun? Ich weiß es nicht. Mich den Amerikanern ergeben. Sich ergeben? Sie werden mir helfen. Der Krieg ist fast zu Ende. Ja, wohl eher nicht. Viel Glück, Unterscharführer. Viel Glück, Dietwolf.
Sie hatten Glück. Da bist du ja, Herke. Gut. Wie schlimm ist es? Ich habe alles erfahren. Hör mal, ich habe deine Akte gelesen. Du hast nie einen Urlaubsschein abgegeben. Nächste Woche geht ein Flug nach Hause und sie werden dabei sein. Alles klar? Ja. Herkel, du lebst ja. Ich habe mich sehr seltsam gefühlt, als ich aufgrund Kolbes Befehl nach Hause gehen sollte. Ich habe mich nicht wie ein Feigling gefühlt. Meine liebste Frau, ich komme zu dir. Sonderbar, nach so langer Zeit wieder zu Hause zu sein. Das sagst du. Ohne dich ist es hier langweilig. Was gibt's heute zu essen? Ich habe für heute Abend 2 Plätze im Restaurant reserviert. Wir gehen zu Hausmann. Oh, das ist sehr gut. Du bist so wunderschön. Wollen wir gehen? Komm. Was ist? Unglaublich schön aus. Danke. Also, wie ist es an der Front? Russland ist eine Katastrophe. So viele Städte wurden schon bombardiert. Hier hatten wir Glück bisher. Ich hoffe, das bleibt so. Das sind wir. Die interessieren sich nicht hierfür. Diese Situation macht mich krank. Wenn der Führer doch nur... Sag das bitte nicht. Du hast recht. Die Dinge liegen nicht gut. Aber ich liebe dich zu sehr und ich liebe Deutschland zu sehr. Ich werde nicht aufhören zu kämpfen. Und wir alle werden unser Bestes geben. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht einfach ist. Wofür sollte ein Mann kämpfen? Was ist die Bedeutung von Liebe?
Eleanor? Eleanor? Ich habe Ihren Mann in der Normandie getroffen. Sind Sie hier? Hallo, mein Name ist Ludwig Herkel. Was wollen Sie? Ich habe Ihren Mann an der Front getroffen. Ich habe herausgefunden, dass wir nicht so weit voneinander entfernt leben. Er hat mir von Ihnen erzählt. Keine Angst, ich tue Ihnen nichts. Er lebt immer noch? Ja. Geht es ihm gut? Ist er verletzt? Sie können es mir sagen. Es geht ihm gut. Er war nicht verletzt, als ich ihm begegnet bin. Werden Sie ihn wiedersehen. Bitte grüßen Sie ihn von mir. Das werde ich tun. Ich muss wieder los. Es war schön, Sie kennengelernt zu haben, Frau Dietwolf. Unterscharführer? Kamerad, was ist los hier? Ich eskortiere zwei Männer der Gestapo. Gestapo? Jawohl. Heil Hitler. Heil Hitler. Was ist los? Bitte lassen Sie mich gehen. Nein. Was geht hier vor? Lassen Sie mich los. Wer ist dieses Mädchen? Nein. Ihr Mann ist ein schmutziger Verräter. Wir haben in den Dokumenten herausgefunden, dass sie keine Deutsche ist. Sie ist eine Polin. Unterscharführer. Sind Sie sich wirklich sicher, ob Sie sie nicht doch kennen? Nein. Nicht, nein. Was hat sie getan? Mein Name ist Eleanor. Mein Name ist Eleanor. Ich bin nicht polnisch. Hey! Ich wusste, sie ist eine Jüdin. Sind Sie wahnsinnig? Warum mussten Sie sie erschießen? Unterscharführer, Ihre Papiere bitte. Natürlich. Unterscharführer, Sie kennen sie wirklich nicht. Nein, das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Heil Hitler. Heil Hitler. Thank you.
mich nicht, du kriegst mich nicht. Oh, ein Soldat! Kommt, Kinder, es wird Zeit, nach Hause zu gehen. Es ist schwer, nicht zu zeigen, wie man im Innern fühlt. Deine Männer erwarten von dir, dass du ihnen Kraft gibst. Als ich zurückkam, wurde ich befördert. Ich bin über den Verlauf der Ereignisse hier sehr enttäuscht. Was immer das Dritte Reich auch tut, ich muss eine neue Motivation finden, oder ich werde sehr bald sterben. Achtung! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Scharführer Herkel, ich stelle Ihnen Sturmbannführer Prunell vor. Ludwig, beide werden später noch genug Zeit haben, sich kennenzulernen. Gehen Sie jetzt. Heil Hitler. Heil Hitler. Na? Was schreibst du da? Nichts Bestimmtes. Gut. Ich habe mitbekommen, dass die Moral und die Motivation der Truppe abgenommen haben. Durch dich. Damit ist Schluss. Führe deine Männer. Verstanden? Hey, Sie wissen, dass wir umzingelt sind. Ist Ihnen das klar? Ja, ich weiß. Sollen wir alle wie Hunde sterben? Wollen Sie das? Aber das ist unsere Aufgabe. Das machen wir hier. Wir kämpfen bis zum Endsieg. Bis zum Endsieg. Ich versuche Ihnen das Kriegsgericht zu ersparen, Herkel. Wir kämpfen für nichts, Kolbe. Sie müssen sich beruhigen. Warum muss ich eigentlich immer deine genialen Ideen ausführen, Scholl? Boah, nichts. Ich bin hier der Dumme, weil ich mache, was du sagst. Nichts. Warte, was denkst du? Finde ich hier vielleicht was Süßes? Oh, hier, schau dir das mal an. Komm schon. Hey Steiner, weißt du, dass mich dieses beschissene Wetter an deine Heimat erinnert? Warum erzählst du so einen Scheiß? Damit machst du es nicht besser, verstehst du? Naja, was auch immer, Steiner. Es regnet Bomben, komm schon. Du liegst falsch. Auf geht's. Du bist doch nur eifersüchtig. Ach komm schon, ich albere doch nur ein bisschen rum. Psst. Steiner, schau dir das an. Klasse. Warum stinkst du schon wieder so? Ja, Scholl. Ich furze nur, wenn du dabei bist. Komm schon, auf geht's. Los. Komm schon, komm schon. Ja, ich komme ja schon. Du stinkst wie Scheiße. Ich komme ja schon. Haben Sie mich gerufen, Herr Oberst? Scharführer? Was immer Sie auch tun, unterlassen Sie das. Oder ich bringe Sie vors Kriegsgericht. Es kommt nicht mehr vor. Ich verlasse Sie in einer Stunde. Gehen Sie zu Ihren Männern. Sie ziehen sich zurück, Herr Oberst? Sie machen mich krank. Dies ist kein Spiel mehr. Ich habe Ihnen einen Befehl erteilt. Gehen Sie zu Kolbes Zug und machen Sie Ihre Arbeit. Ich mache meine. Wegtreten, Scharführer. Jawohl. Das ist es, was wir tun. Wir kämpfen. Bis zum Ende. Thank you.
tut mir leid, dass ich heute so grob war. Ich versuche wirklich mein Bestes zu geben, vor allem vor den anderen. Aber ich verstehe, wie sie sich fühlen. Während sie im Urlaub waren, musste ich einen Standartenführer begleiten, der zur Inspektion kam. Manchmal ist es schwer zu verstehen, ob etwas richtig ist oder nicht. Aber sie müssen es tun. Natürlich müssen sie. Warum haben Sie diese Waffen? Wem gehören die? Raus damit! Vielleicht waren sie nur eine hungernde Familie. Er hat mir gesagt, ich solle sie erschießen. Er hat es mir befohlen. Ihr Name war Eleanor. Eine junge Frau, die nicht weit weg von mir lebte. Sie wurde erschossen. Die haben sie umgebracht, nur weil sie Jüdin war. Ich frage mich nur gerade, was die Welt denken wird, wenn das hier zu Ende geht. Wenn wir diesen Krieg verlieren, werden wir für immer verflucht sein. Ich habe nie einen Juden getötet. Herkel, brechen wir auf? Ja, morgen früh. Jetzt haben Sie dich versetzt? Nein. Ich diene immer noch unter Kolbe. Herkel, Mann. Was ist denn los? Ach, ich weiß nicht. Ich bin einfach nur müde. Es kam gerade über Funk. Die Amis haben 13 deutsche Gefangene hingerichtet. Glauben Sie nicht alles, was man Ihnen erzählt? Ich glaube das jedenfalls nicht. Alles gut, mein Freund. Ich werde morgen bei dir sein. Herkel, ein amerikanischer Soldat. Er ist der einzige Überlebende seiner Patrouille. Überprüfen Sie ihn. Sehen Sie, was er bei sich hat. Seht mal, Hundemarken. Untersturmführer. Die können so viele von uns umbringen, wie sie wollen. Sie werden den Krieg nicht gewinnen. Was? Woher haben Sie das? Sehen Sie mich an! Woher haben Sie das? Antworten Sie mir! Bastard! Verdammter Bastard! Antworten Sie mir! Verdammter Bastard! Halt! Kein Punkt zur Orientierung. Keine Kraft, an die man sich klammern kann. Kein Sinn. Kein Grund. Der Untersturmführer Kolbe. Danke. Oberschütze Hans von Grobel. Haben Sie Ihr Soldbuch? Es kommen immer mehr Soldaten. Neues Fleisch, das man ins Feld schicken kann, bevor man selbst erwischt wird.
Zeit zu gehen. Keine Kraft. Ich werde sie alle umbringen, diese Schweine. Grobel, nehmen Sie Ihre Ausrüstung und kommen Sie mit. Geschossen! Zurück. Steine.
Das glaube ich nicht. Er ist in meinen Armen gestorben. Was wir jetzt tun können, ist Steiner zu ehren. Sonst nichts. Was ist euch denn für eine Laus über die Leber gelaufen? Steiner! Hast du denn die Züge erlaubt? Nein, die Züge habe ich weggelassen. Ich habe die ganze Zeit gewaschen. Aber jetzt schon die Hälfte weggelassen. Hallo Kameraden. Wie geht's euch? Ist alles in Ordnung? Zeit zu schlafen, ja? Jawohl. Gute Nacht. Auf dich, Steiner. Wir verloren weiter Männer. Der Krieg sollte nicht mehr so lange dauern. Je mehr Tage vergingen, desto mehr kämpfe ich nur noch für meine Frau. Und für mein geliebtes Deutschland. Wir wurden zerstört und sind wieder aufgestanden. Wir werden wieder zerstört. Erster und zweiter Zug hierher. Der zweite Zug zuerst, der erste Zug folgt. Verstanden? Verstanden. Haben Sie verstanden? Verstanden. Scharfschützen gesichtet! Feuer einstellen! Feuer einstellen! Feuer einstellen! Kolbe! Wo ist Kolbe? Kolbe! So leid, dich hier verlassen zu müssen, Bruder. Scharfführer, Rückzug! Jetzt! Erster Zug, Rückzug, sofort! Los, los, los! Los, 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 los! Es tut mir leid für Kolbe, Herkel. Wenn ich helfen kann? Können Sie ihn zurückbringen? Ich verstehe. Für was kämpfen wir hier nur? Sie wissen, ich liebe meine Nation. Ich kümmere mich nicht mehr um Politik. Ich will nur schützen, was ich liebe.
Meine liebste Marguerite, in einer Lage, in der ich dir nicht sagen kann, was meine wirkliche Pflicht ist, kann ich dir nur sagen, dass ich mein Bestes gegeben habe. Ich habe versucht, ein gutes Vorbild zu sein, ein guter Soldat. Ich habe niemals aufgegeben, wenn ich entmutigt war. Ich hoffe, dass ich dich bald wieder sehen und umarmen kann. Dir sagen kann, dass ich alles getan habe, was ich konnte. Ich habe für dich gekämpft, für meine Familie, für mein Land. Ich liebe dich so sehr. The war didn't last too much longer. Soldiers realized that the Allies were pressing all around. Their offensive became more and more desperate. But they kept fighting. Sometimes they could see little sparks of hope. Other times they could only wait. Wait to live. Wait to die. Even if we fought for the freedom against the tyranny, soldiers did fight for their lives, for their country. Many of them didn't want to see another defeat. Many of them were terrified that enemies were getting into their cities, into their homes. They had to do it. They had to be there. Waking up, they had to embrace their rifles and finish what their leaders had begun. Another bullet, another bomb, another run. Run to catch the life. Run to living one more day. German leaders were accused of terrible crimes against humanity. But we learn that those crimes were committed by all of them. Those responsible for crimes were punished as they deserved. But do we know if all the guilty are only in their army? They were pushed to do whatever they could, instead doing nothing. Sadness, hopeless, desperation. Unterscharführer, ich habe alles gegeben. Ich bin am Ende. Their honor was loyalty. While their generals were ready to die for their leader, other soldiers were ready to die to defend their people, their brothers. Politics are often wrong,
but soldiers take oath to honor their lovely nation, as my husband did to ours. They fought until the end, even when age didn't call them to duty, even when they could only hope a bomb did not fall in their houses. We try always to feel safe being in the right part of the situation, but we don't wonder too much if dropping atomic bombs on people is right also. Lass mich! Lass mich! Millions died. Millions will die tomorrow, and we won't do anything. History is written by winners. They're able to tell the world what happened. They're able to tell who the evil is. They can show others' army crimes. They can hide their own. We judge too often about things we don't know. We always look to someone to point the finger against, because it's easy. But I could never deny that thanks to that evil German soldier, my husband is still alive. I won't teach my children to believe that they were right. I will teach that I opened my eyes and I saw that they were not all the same.